Nadja Hoffmann, Betriebsassistentin. Sabine Lührs, Redakteurin. Maike Ahl, Verwaltungsleiterin. Angela Landscheid, Verkaufsleiterin. Und Sabine Blankenberg, Hotelfachfrau. Und hier sind die Champs, die Rabulisten. Gerrit van Dorsten, Industriekaufmann. Michael Glaser, Rechtsanwalt. Jörg Benzenhöfer, Finanzbuchhalter. Gerold Uther, BWL-Student. Und Derek van Dorsten ist Gas- und Wasserinstallateur. Sie alle sind heute zu Gast bei Ruckzuck. Und hier ist der Mann, der beiden Teams die Daumen drückt. Hier ist Werner. Hallo, herzlich willkommen. Ich muss jetzt noch lachen, hat mich da tatsächlich einer gefragt hinten. Werner, woran denkst du? Du läufst ja immer so viel, wenn du hier reinkommst. Du weißt ja, dass jeder vierte deutsche Mann beim Joggen an Sex denkt. Der wollte tatsächlich wissen, woran ich denke. Oh, kann ich sagen. Ich denke an die Spielregeln. Ich hoffe, dass eine gute Sendung wird. Und ich denke daran, dass man bei uns viel Geld gewinnen kann. Zum Beispiel, wenn man einmal ins Finale kommt, sind es 4.800 Mark. Schafft man das sechsmal, dann sind es unheimlich sagenhafte 100.000 Mark. Und darum spielen heute zum zweiten Mal dabei unsere Damen aus dem hohen Norden als Herausforderin und zum zweiten Mal dabei unsere Champion. Zum dritten Mal schon. Oh, ja, ja, ja. Zum dritten Mal schon. Zweimal haben sie nämlich schon gewonnen. Zwar nicht Unsummen, aber... 1.800 Mark ist besser als... nichts. Danke, Herr Philosoph. Aha. Mein Werner ist wieder da und Claudia ist wieder da. Stellt euch erstmal vor. Also ich bin Claudia und sollten wir heute unerwartet zum zweiten Mal verlieren, wünsche ich den Rabauken alles Gute beim Abräumen. Ich bin die Sabine und ich grüße Kerstin, die immer so fleißig mit uns geübt hat, Wölfi und den Raucher Dackel Norbert. Und ich bin die Maike und ich grüße meinen Volker mit F. Ich bin die Angela und man hat mir gesagt, Versprechen soll man halten, also grüße ich meine beste Freundin Dr. Henny Bratun. Ich bin die Sabine und ich grüße meinen Spatz in Rastede. Jetzt ist der Spatz zufrieden, du hast keinen Spatz gegrüßt. Nee. Nö, du willst Karriere machen, habe ich mir sagen lassen. Hoteldirektorin werden? Ja, wäre mal ein Traum. Oder ein eigenes kaufen und so. Nee, das glaube ich gar nicht. Nee. Hoteldirektor heute schon reicht. Sie hat ja einen guten Musikgeschmack, ähnlich wie ich. Ich habe sogar schon mal Bescheid bekommen. Es gibt nämlich einen Fanclub von unserem gemeinsamen Favoriten von Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, ja. Die haben uns schon geschrieben, haben mir so ein Halstuch verliehen. Naja, sind auch an dieser Stelle nochmal gegrüßt. Wir stehen drauf, ne, Bruce Springsteen? Ja, doch. Gut. Ich stehe darauf, dass ihr zuhört. Das wäre ganz schön, denn alles ist ganz einfach. Ich habe hier sowas ausgewählt, so einen Begriff, den solltet ihr erraten. Nicht nur du, auch die Nächste und die andere Nächste und die andere. Jetzt kann es natürlich nur passieren, dass die Beschreibung ein wichtiges Wort wiederholt. Passiert ja. Dann greift mein Freund ein. So greift er ein, dann müssen wir einen Punktestand anhalten. Keine Gesten und Geräusche, keine Beschreibung einer fremden Sprache. Und auch nicht im Dialekt. Kopfhörer auf. Werner drückt euch jetzt die Daumen. Er hat eine Tasche, man sieht es nicht so. Welchen Begriff nimmst du? Sie nimmt den Begriff Name. Jeden anderen. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Mein Punkt ist Claudia. Freundin? Nein. Vorgesetzte? Nein. Chef? Nein. Nicht vor Punkt, sondern nach Punkt. Azubi? Nein. Untergebener? Nein. Ich heiße Holger. Claudia. Hoffmann. Nachnamen. Namen. Nur Sätze, ja. Mehr Zeit auch. Wenn du Maike heißt, dann ist das dein Vorname. Ja, heißt, ne? Heißen was? Ja, und Name, so heißt man halt, wie der Name so ist, ne? Ja, ein Punkt für die Herausforderin. Gerrit, entspann dich, du darfst deine Fans noch mal begrüßen. Heute grüße ich ganz besonders die Gäste vom Satisfaction in der Anselmstraße, vom Jura und vom Sadis in Böblingen. Und ich hoffe, dass ihr trotzdem den Humor nicht verloren habt. Ich bin Michael, ich grüße Jutta mit ihrer Parfümerie, die netten Damen und ihren Ehemann Norbert in Pforzheim. Ich bin der Jörg, ich grüße den Chor Freunde der Musik und ich könnte noch eine zweite Strophe singen.
bin der Gerold und ich grüße heute ganz besonders den Arnold. Ich bin der Dirk und heute grüße ich ganz besonders die gemeinsame Familie von Gerrit und von mir. Die gemeinsame Familie. Dirk ist mein Neffe. Ist dein Neffe? Aus erster Ehe. Ach so. Du gehörst ja eh einer, nicht einer großen Familie, einer großen Gemeinde an und da engagierst du dich ja auch. Ja, das ist richtig. Ich bin seit Juni diesen Jahres Lektor der Badischen Landeskirche. Das heißt, ich bin Laie im Verkündigungsdienst. Das heißt, du verkündest, ähnlich wie hier, du bist ja nicht auf den Kopf und auf den Mund gefallen, du verkündest das Wort Gottes, wie es so steht. Ja, ich darf predigen, taufen, trauen, also alle Kasualdienste machen. Kannst du mal einmal in deiner Predigt das Wort ruckzuck verwenden? Vielleicht ist das Haus dann voll. Ja, das mache ich dann vielleicht, wenn wir fertig sind, wenn wir jetzt noch das Wochenende überstehen, sonst am Sonntag, sonst die Woche drauf, wenn ich Dienst habe. Aber eben werden wir erst ich werde lauschen, ich werde mich bei der Badischen Gemeinde erkundigen. Möglichst einfache Hinweise am Anfang. Und auch für euch gilt, wenn der Beschreibende ein wichtiges Wort wiederholt, müssen wir stoppen. Das andere, keine Gesten, keine Geräusche, Beschreibung, Fremdsprache und Dialekt, dass das nicht erlaubt ist, wisst ihr. Kopfhörer auf, Gerrit. Lektor vom Song Leinprediger, ne? Ja, ja. Dein Begriff heißt nun Partei. Mhm. 40 Sekunden Zeit, ruck, zuck. Es gab mal eine Punkt-Punkt-Spendenaffäre. Partei. Ja, ein Punkt. Die CDU ist eine Partei. Zwei Punkte. Die FDP ist eine Partei. Drei Punkte. Die Republikaner sind eine Partei. Ja. Ja, 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 ja. Eins, zwei, drei, vier Punkte. Nach einer Runde ein Pünktchen für die Herausforderin, vier für die Champions. Ciao, Claudia. Ein Pünktchen, das müssen wir irgendwie ändern, oder? Bestimmt. Stimmt das, dass du im flachen Norden Drachen fliegst? Nein, nicht im flachen Norden. In Südfrankreich. In Bremen wird man das, glaube ich, nicht so können, ne? Nee, da gibt's noch nichts. Kann man höchstens so machen, und springt von einem Meter runter oder so. Mhm, aber man kommt nicht weit. Hast du denn keine Angst, Mensch, wenn du runterfliegst? Nee, bisher noch nicht. Wie viele Flüge hast du schon hinter dir? Ach, bisher nur ganz kurz den Hügel runter. Mehr laufen als fliegen. Also, du bereitest dich langsam vor. Ja, hast du schon einen Drachen? Lang. Nein, noch nicht. Noch nicht. Den wollen wir uns hier verdienen, ne? Mhm. Willst du verdienen, ja? Dann steigen wir noch mal ein bisschen an, Kopfhörer auf. Drachen fliegen, du. Boah. Ja, und Sport. Das ist toll. Welchen Begriff nimmst du? Sie nimmt den Begriff Leder. Ihr den anderen. 40 Sekunden Zeit, rock, zock. Ein teurer Mantel ist aus Pelz, nee, ohne Haare. Kaschmir, nee, ganz glatt. Wolle, kalt. Seide, nee, fest. Schwarz, braun. Leopard. Du kannst auch Möbel daraus machen. Mit zum Baumwolle. Die Haut, ein anderes Wort für Haut. Leder. Ja, ja, einfach. Claudia hat es in Blau in der Garderobe hängen, ja, und das ist eine ganz besondere Klamottenart. Jacke, ja, Trachtenjacke. Leder suchten wir. Oh. Woraus ist es denn? Leder. Wieder ein goldenes Pünktchen dazu, macht zwei Punkte. Oh, ihr habt jetzt schon mehr. Schau, Gerrit. Michael, engagierte Leute, denke ich mal so, auch politisch engagiert? Ja, auch politisch engagiert. Im Ortsverband Mitte Süd, dessen Vorsitzende Monika ich ja vorhin schon gegrüßt habe. Ah, ich wusste ja nicht, woher du die Monika kennst. Ich weiß nicht, was ihr alle für Affären habt mit den Damen. Sag das mal lieber nicht so laut, damit es in Pforzheim keine Schwierigkeiten gibt. Ah, da brennt schon was an, ja. Oder wie? Ah, so. Ja, ja. Mitte Süd ist bekannt für Revolution und für neue Gedanken. Ah, und auch für so private kleine heiße Affärchen, ja? Das eigentlich nicht so arg. Im Moment nicht. Sich da keine Klagen höre. Kopfhörer auf. Sich da keine Klagen höre. Sonst ist der Verband Mitte Süd aber ganz schön im Bedrängnis. Dein Begriff heißt nun, ich weiß nicht, ob das bei euch im Nachtisch gibt, Kaviar. 40 Sekunden Zeit. Ruck, zuck. Buch, es muss nicht immer Punkt, Punkt sein. Kaviar? Ja. Ein Punkt. Simmel hat ein Buch. Aha, Buch hatten wir schon. Wir suchten auch was zum Essen, nicht das Buch. Kaviar. Ein Pünktchen dazu, fünf Punkte. Hey, noch zwei Runden.
2 Punkte erst für die Herausforderer, 5 Punkte auch erst für die Champions. Schon geht's weiter mit dir, Werner. Jawohl, danke Jochen. 2 Punkte für die Herausforderer, 5 für die Champions. Sie machen wieder Tempo. Schau, Sabine. Maike, alles im Hotel. Da wird man auch kostenlos verköstigt? Nein, das ist nicht richtig. Verpflegungssatz muss gezahlt werden. Aber der ist so bei 7,20 Mark höchstens. Oder bei einem Mark. Das ist schon ein bisschen hoch, 5,88. Ja. Dafür gibt's auch kein Kaviar, ne? Das ist richtig, ja. Du hast so ein schönes, so eine Lieblingsspeise, Mitternachtssuppe, ja, weißt du das? Das ist eine furchtbar feurig scharfe Suppe. Ah ja, dann wollen wir mal ein bisschen feurig hier weitermachen. Ja, denn noch sind 2 Punkte. Ja, Temperament, sagt der Verlobte. Ja, weiß ich auch nicht. Das weißt du nicht, was der sagt, vielleicht bist du auf Nimmste. Sie nimmt den Begriff Flamme, ihr den anderen. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Bei Feuer sprühen die... Schaum, Wasser. Nein, das Feuer... Löschen. Nein, das ist... du bist die Punkt von deinem Volker. Frau. Nein. Ehefrau, Gattin, Freundin, Maus. Also Feuer, was ist denn dabei? Flamme. Ja. Ein Punkt. Wenn du die Zigarette angemacht haben willst, dann gebe ich dir... Feuer. Anderes Wort. Streichholz? Nein. Feuerzeug? Fängt mit dem gleichen Buchstaben an. Flamme. Eine Flamme suchten wir. Ein Punkt dazu. Sie machen immer in jeder Runde einen Punkt. Schau, Michael. Zweiter Tenor. Zweiter Vorsitzender in 2 Chören. So sieht er aus. Genau. Und willst immer noch 2 Strophen singen? Nee, nach der Niederlage von Grad Elvis singen wir nichts mehr. Vielleicht morgen wieder. Wie, was für eine Niederlage? Oh ja, ich habe hier total den Nebelschlager. Oh ja, das kann ja mal passieren. Oh ja, ich wollte in die Mädler auch mal. Hast du auch schon mal einen falschen Ton gesungen, bist in Bass hineingerutscht beim Chor? Ja, schon mehr als einmal. Ja? Ja, das sitzt dann halt mal an der Nebel, dann geht's halt weiter. Sing, ja, ich spreche wieder Hochdeutsch, sonst verstehe ich nicht alles. Und in der Kirche singst du auch? Sing ich auch, ja. Da aber was anderes? Ja, Kaktus wäre dann nicht gerade so das Ideale. Warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Siehste, genau, Kopfhörer auf. Ein bisschen Public Relations machen für die Kirche. Es ist zwar schön kühl im Sommer, aber es wäre schön, wenn es voll wäre auch manchmal. Ne? Dein Begriff heißt nun Abfall. 40 Sekunden, Zeit, ruckzuck. Müll schmeiße ich in einen Punkt-Punkt-Eimer. Abfall. Ja, ein Punkt. Wenn ich was wegwerfe, ist das? Müll. Schrott. Anders. Abfall. Ja. 2 Punkte. In Wilsum, nicht viel. Kies. Nein. Sand. Heide. Auf der Deponie. Müll. Anders. Abfall. Ja. 3 Punkte. Hund, Katze, nein, nicht so. Du hast einen... Nee. Erstmal den Händen runter, ja. Es ist... Bei uns in dem Kalender steht immer, wann der Punkt abgeholt wird. Sperrmüll. Ja, danke. Nee, der Abfall. Danke. 1, 2, 3 Punkte dazu. 8 Punkte nach 3 Runden. 3 Punkte für die Herausforderin, 8 für die Champions. Schau, Maike, das hat ja noch gar nichts zu sagen. Schaut mal, das ist ganz einfach. Ich rechne euch das mal vor. Jetzt kann man 4 mal 3 Punkte gewinnen. Hört auf zu... Kein Plausch, kein Streit. So. Das sind also, ihr könnt noch 15 Punkte machen. 2 mal 3 bräuchtet ihr wenigstens, um die mal ein bisschen aufzulockern. Sonst sind die schon automatisch im Finale. Wäre doch zu schaffen, oder nicht? Angler schafft ja sonst auch alles. Ja. Sportlich? Nee. Nee? Gar nicht. Nur verheiratet? Ja. Gut, Kopfhörer auf. Müsst ihr mal lachen, ne? Welchen Begriff nimmst du? Du darfst davon reden, ne? Ja. Sie nimmt den schönen Begriff Hebamme, ihr den anderen. 40 Sekunden Zeit, ruck, zuck. Die Punkt hilft dem Baby. Hebamme. Ja, einmal richtig. Und holt den Korken aus der Flasche. Wenn der Korken ist. Hebamme. Ja. 2 Punkte. Hatten wir beim Üben den Begriff. Es ging um was Besonderes, was Sabine und ich auf Anhieb gewusst haben. Aus bei uns, aus dem Gewerbe. Flugzeug? Nein. Um etwas Restaurant? Ja. Ist schon richtig? Hebamme? Ja. 3 Punkte, dreimal richtig.
wenn ein neues Lebewesen das Licht der Welt erblickt. Babygeburt, gebären. Eine weibliche Person. Hebamme. Ja. Ja! Hey! 1, 2, 3. 4 mal 3 Punkte dazu. Darf ich mal kurz an der Stelle fragen, den Ausdruck Hebamme für einen Korkenzieher kann ich noch gar nicht. Einen Korken zu retten? Ja. Also ist ja ein alternativer Beruf, die können ja alles. Ciao, Jörg. Ja, sollen wir noch mal rechnen, Gerold? Ich hab schon gerechnet. 3 richtige Antworten braucht ihr. Wer hätte das gedacht, ne? Vorher machen die so ganz bescheiden immer ein Pünktchen. Und jetzt bringen sie euch noch in den Rand des Wahnsinns, ne? Bist du jetzt nervös? Ja, klar, aber wir werden das schaffen. Gibt's noch Situationen, wo du nervös bist? Fragen die Leute immer so. Machst du mal nervös? Beim Lehrer, beim Weiß ich, beim Professor, so im Privatleben? Nee. Nee? Kopfhörer auf. Naja, keine Zeit für sowas, er muss ja studieren. Dein Begriff heißt nun Plan. 40 Sekunden Zeit. Hast du es gesehen? Ruckzuck! Ein anderes Wort für Entwurf. Ist ein? Zeichnung, Idee? Ein. Was anderes? Ich muss sagen, ein Lage. Plan? Ja. Einmal. 1949, Marschall. Plan? Zweimal. Anderes Wort für ein Programm. Satzung, Statut, Planung, Plan. Ja. Ja, was? 3 mal 3 Punkte dazu. Im entscheidenden Moment haben es auch geschafft. Kommen ins Finale, spielen um 4.800 Mark. Ihr wart kurz vor dem Ziel diesmal, aber die waren sehr gut. Die freut mich, verabschiedet, habe ich ein Geschenk für euch. Und für die Siegschweden, als Erinnerung an Ruckzuck, das Matchspiel, das verrückteste Gesellschaftsspiel aus dem Hause Barker. Spielt schön, grüßt den Gatten, Angela, Sabine. Seid nicht traurig, ihr wart kurz vor dem Ziel. Sabine, alles Gute, ein bisschen Schnupfen habt ihr. Tschüss, grüßt die Bremer. Männer, komm, ab, dritte Mal dabei, dritte Mal hier schon im Finale. Ihr deutscht fürchterliches. Ob Sie gleich jetzt endlich mal zu was gewinnen, das sehen wir gleich. Heute stehen Sie wieder im Finale, die Rabulisten. Und zum dritten Mal neben mir der Gerrit und seine gesamte Truppe. Nachdem Sie bisher bescheidene 1.800 Mark gewonnen haben, können heute ganz leicht 4.800 zukommen und dann noch insgesamt 3-mal hier stehen und abräumen. Ja, dann bedeutet's 100.000 Mark. Ruckzuck an die Kopfhörer. Hört sich gut an, ne? Sehr gut. Das kann ich mir vorstellen. So, dein erster Begriff heißt Imbissbude. In einer Imbissbude bekomme ich eine Currywurst. Currywurst. Oder eine Bratwurst. Oder eine Bratwurst. Dann bekomme ich Pommes. Ne, Pommes frites. So heißen sie. Ja. Da muss auch genauso kommen, weißt du? Ja. Und einen Hamburger gibt es ja heutzutage auch schon in vielen Imbissbuden. Hast du recht. Hamburger. Gut, wenn er Hamburger sagt, ist das Gleiche. Aber das muss kommen. Alles in Ordnung. Musik aus. Ruckzuck die Kopfhörer ab und nach vorne. 100 Mark gibt's für jedes geratene Wort. Jeder hat 5 Sekunden Zeit bis zum Piepser. Und euer erster Begriff heißt nun Imbissbude. 20 Sekunden Zeit. Ruckzuck. Pommes frites, Currywurst, Mayonnaise, Ketchup. Bratwurst, Mayonnaise, Hotdog. Cheeseburger, Hamburger. Bier, Ketchup, ich Hamburger. Gelten. Hamburger, ich hab's gesagt, war alles richtig. Was? Hamburger oder Hamburger. Ich hoffe, Herr Schiedsrichter, ich war nicht zu großzügig mit den 400 Mark. Ich bin vollkommen deiner Meinung. Einverstanden. Bist einverstanden. Dankeschön. 400 Mark in der ersten Runde, jetzt gibt's 200 Mark für jedes gerade Wort. Ruckzuck an die Kopfhörer. Sonst muss ja alles immer genau ausgesprochen werden. Ja, aber das ist schon, wie du schon mal in einer vorigen Sendung da eingedeutscht. Ja, das ist alles in Ordnung. So, zweiter Begriff heißt nun Mykonos. Mykonos ist eine Insel. Eine Insel. Die Insel liegt im Mittelmeer. Im Mittelmeer. Sie gehört zu Griechenland. Griechenland als drittes Wort. Und ich würde da zum Beispiel sehr gerne einmal Urlaub machen. Sehr verblüffend, was du da sagst. Alles richtig. Musik aus. Ruckzuck die Kopfhörer ab und nach vorne. 200 Mark gibt es für jedes geratene Wort. Denkt nur an euren Piepser nach 5 Sekunden. Konzentriert euch schön. Euer Begriff heißt nun Mykonos. 20 Sekunden Zeit. Ruck, zuck. Dezember, 6. Dezember. Stiefel,
nicht. Athen, Griechenland, Europa, Stadt, Denkmal. Rhodos, Zypern, Ägäis, Griechenland, Athen, Piräus, Insel. Insel, Mittelmeer, Griechenland, Griechisch, Sage. Man kann doch da so schön Urlaub machen. Ja, nur Urlaubfilter. So, wo warst du denn beim 6. Dezember, nicht Nikolaus? Ja, Mykonos habe ich gesagt, hör mal. Dreimal 200 Mark dazu ist 1000. Gerrit, schimpft dich mit deinem Neffen aus erster Ehe. So, jetzt wird dieser Betrag von 1000 Mark vervierfacht. Gerrit, schimpf nicht mit ihm. Ja, aber Nikolaus und Mykonos, das hat ja so gar nichts Frisches. Ja. So, jetzt geht's um 4000 Mark, aber jetzt müssen alle vier Wörter genannt werden, ob er nun Bohnen in Ohren hat oder nicht. Onkel Gerrit, los, Rückzug an die Kopfhörer, schimpf nicht so sehr. Ja, das ab und zu muss das mal sein. Gott, ist der Erziehungsberechtigte, nein, oder nicht? Nein, er hat noch einen Vater, mein Bruder, mein schönster Bruder. Aha. Sein Vater. Gott, dein Begriff heißt, und er kann 4000 Mark wert sein, wenn alle vier Wörter genannt werden, heißt Reformhaus. Reformhaus. Mhm. Leinsamen. Leinsamen. Müsli. Müsli. Ich war noch nie in so einem Ding. Kann ich dir leider nicht helfen. Dann Leinsamen, Müsli. Aber vielleicht. Also Reformhaus verbinde ich mit dem Begriff gesund. Wer da einkauft, will ja gesund leben. Gesund. Muss man nicht rauskommen. Ja, gesund. Reformhaus. Und die Reformhäuser, die heißen, glaube ich, alle Eden. Das ist so eine Kette, die heißen Eden. Wie der Garten Eden, also Eden. Wenn du daran denkst. Ja, ich schon, aber hoffentlich die auch. Und dein Neffe erstmal. Ja, genau. Musik aus, die Kopfhörer ab und nach vorne. Wir haben viel Spaß. Also hört gut zu. Onkel Gerrit schimpft nicht mehr mit euch. Ihr müsst nur jetzt deine Begriffe, deine Wörter, die er zum Begriff geraten hat, alle vier nennen, gewinnt die 4000 Mark. Und denkt daran, ihr habt 5 Sekunden Zeit. Euer Begriff heißt nun Reformhaus. Ist nicht Nikolaus, Reformhaus. Ja. 20 Sekunden Zeit, ruck, zuck. Körner, Birkenstock. Müsli, Gitte, Henning, Siebenkörnerkur. Diät, Bio, Biokost. Natur, Gesundheit, Essen. Drogerie, Zahnpasta, Shampoo, Kondome, Pariser. Oh, bitte schön, da. Onkel Gary. Leinsamen, Filter, gesund und Eden. Kommt zu mir nach vorne. 1000 Mark haben Sie heute gewonnen. Onkel Gary schimpft noch mit Ihnen. Aber immerhin sind es ja schon 2800 Mark. Und morgen haben wir wieder Spaß mit denen. Tschüss, Servus, bis morgen.